Okay, gut. Jetzt hat es endlich geklappt. Also ich mache den Vortrag in Deutsch. Ich hoffe, das ist okay für euch alle. Die Folien sind trotzdem in Englisch, falls jemand kein Deutsch versteht. Aber genau, also ich bin Dr. Thomas Sinn und ich arbeite gerade bei HPS an dem Weltraummüllproblem aufzuräumen, damit aufzuräumen. So, das Problem ist, hat irgendjemand von euch den Film Gravity gesehen? Also da geht es darum, dass ein Satellit von einer Rakete abgeschossen wird und dann durch einen Cascading-Effekt fallen alle Telekommunikationssatelliten aus. Man hat kein Internet mehr, es gibt kein Facebook mehr und die ganze Raumstation mit Sandra Bullock und George Clooney explodiert und die haben ein Problem, dass sie überhaupt nicht mehr runterkommen. Und was ich euch heute zeigen will, ist, ob es wirklich so ein großes Problem ist mit dem Weltraumschrott und was es für Lösungen gibt. So, ein kurzer Background. Das ist so die Entwicklung vom Weltraumschrott, seitdem wir angefangen haben, Raketen in den Weltall zu schicken. Und man sieht schon, dass es ständig ansteigt. Ganz schlimm war hier der Fengyun Anti-Satellite-Test. Da haben die Chinesen mal versucht, ob sie einen Satellit aus dem Weltraum runterschießen können. Haben sie geschafft, aber haben damit 20.000 Space Debris-Objekte generiert. Und das Problem mit Space Debris ist, wenn man einen großen Satellit hat, dem kann man noch gut ausweichen, aber wenn es viele kleine Teile sind, die bis zu 56.000 Kilometer pro Stunde schnell sind, da wird schon ein großes Problem, denen auszuweichen. Und dann gab es noch den Iridium-Kosmos-Kollision, wo es zwei Satelliten gab, die gegeneinander geflogen sind und dann quasi zwei volle Orbits komplett unbrauchbar gemacht haben. Wenn man mal schaut, was wir in den letzten 60 Jahren gemacht haben, wir haben fast 5000 Raketen gestartet, wir haben 6600 Satelliten in Orbit gebracht und von denen funktionieren eigentlich nur noch 1100. 3300 von denen sind einfach tot und fliegen da rum und man kann nichts mehr damit machen. Also ein bekannter Satellit ist Envisat, der ist so groß wie ein Kleinbus und der fliegt jetzt schon seit ein paar Jahren rum und man kann ihn nicht mehr kontrollieren und irgendwann wird es da auch einen anderen Satellit reinfliegen und dann gibt es viel Weltraumschrott. Und es gibt jetzt gerade 17.000 Objekte, die getrackt werden, die groß genug sind, dass man es mit dem Teleskop sehen kann, aber es gibt über 11 Millionen, wo zu klein sind, wo aber auch schon, wenn sie einen Satellit treffen oder die Raumstation, dass es da einen Totalausfall gibt. Und wenn man jetzt noch weiter schaut, jetzt geht es immer dazu hin, dass die Satelliten immer kleiner werden und dadurch kann man viele Satelliten starten. Also wenn man hier schaut, dass letztes Jahr 200 Satelliten gestartet wurden und dieses Jahr sind schon über 500 geplant und jetzt hat auch SpaceX die Erlaubnis gekriegt, über 11.000 Satelliten zu starten. Deswegen haben wir gedacht, da muss es eine Lösung dafür geben. Wir haben also angefangen, ein System zu entwickeln, was auf Satelliten drauf gemacht werden kann, um diese Satelliten runterzuholen. Die Idee ist, dass sobald der Satellit tot ist, da faltet sich ein Segel auf und durch die größere Fläche nimmt der Widerstand zu und man kommt dann kann den Satellit runterholen. So, wir haben das in unserer Freizeit gemacht. Wir haben da eine Masterarbeit gemacht mit der TUM und es war einfach ein schönes Projekt, was wir gemacht haben. Dann im Februar letzten Jahres haben wir einen Kontakt aufgebaut mit der neuseeländischen, amerikanischen Firma Rocket Lab und die hat gesagt, wir haben da eine Rakete, wir wollen die bald fliegen lassen, wir haben noch ein paar Kilogramm Platz übrig, wollt ihr nicht mitfliegen? Also das haben sie uns Ende Februar gesagt und wir haben gesagt, ja natürlich bis Ende Juni können wir so ein komplettes Ding bauen, designen und testen und dann zu euch nach Neuseeland schicken, um das dann im August zu fliegen. Leider kam es nicht so zustande, weil die bei Rocket Lab ein Problem gehabt haben mit ihrem Motorcontroller von einem der Triebwerke und die haben dann gesagt,
durch diese Verzögerung würden wir euch schon gern die Rakete vorfliegen. Da haben sie quasi uns am Ende März gesagt, okay, schickt uns das Ding schon im Mai und dann können wir im Juni das Ding schon starten. Also dann haben wir richtig angefangen, da Power zu geben, das Ding zu bauen. Also wir haben als Partner hier Rocket Lab dabei, wurden gehostet von Ecliptic Enterprises in Amerika und wurden gesponsert auch vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Und haben wir das Ding gebaut. Dann, so sieht das Ding aus. Das ist ein 10x10x10 cm Würfel und kann 2,5 Quadratmeter Segel auffalten. Und es ist dafür gedacht, Saletten zwischen 1 und 100 Kilogramm runterzuholen bis Orbits bis 750. Aber da kriegt man schon die meisten Space Debris Elemente. So, wir haben das Ding auch fertig gekriegt bis zum 28. Mai. Wir haben das ausprobiert. Also hier ist mal ein Video von der Auffaltung. Das Interessante war, dass es erst rauskommt und dann wird das Segel aufgefaltet. Ich hoffe, das Video funktioniert. Okay, zeige ich es nochmal. Also kommt raus und innerhalb von einer Sekunde faltet es auf. Und mein Kollege dahinter, der hat nichts damit zu tun, der muss es nur festhalten, also der hat es nicht ausgelöst. Ich zeige es nochmal kurz, vielleicht geht es jetzt besser. Gut, also das ist das Segel. Dann war unser großes Problem, wir haben das am 28. Mai gerade so fertig gekriegt, die Nacht bevor unser Flug nach Neuseeland war, weil wir mussten das persönlich dort abgeben, weil wir so spät dran waren. Also haben wir das Flugmodell von dem Segel und das Flight Spare in eine Tupperdose gepackt, sind zum Flughafen nach München gefahren und haben gefragt, ob wir das so in den Flieger mit reinnehmen sollen. Also wir haben versucht, da nicht zu sagen, dass da ein explosives Aktuator drauf ist, der das dann das Segel auffaltet. Aber wir sind da doch überraschend gut durchgekommen. Aber ich habe vorher die Polizei angerufen, habe gesagt, ich will da ein Zerlittenteil mitnehmen. Haben sie alle gesagt, ja, das wird, glaube ich, nichts werden. Dann sind wir quasi 24 Stunden geflogen und waren dann in Neuseeland. Das ist auch ganz interessant bei Customs. Habe ich dann gesagt, haben die gefragt, was haben sie dabei? Ein Teil von einem Satellit. Die so, wow. Aber sind dann auch gut durchgekommen und dann haben wir quasi an dem Abend schon uns mit Rocket Lab getroffen, den Satellit da abgegeben und hatten dann noch ein paar, haben dann 2,5 Wochen Zeit gehabt in Neuseeland, um den Launch vorzubereiten. Wir haben uns dann auch getroffen mit dem CEO von Rocket Lab, Peter Beck. Dem haben wir dann auch mal unser Segel gezeigt und im Hintergrund sieht man eine der Raketen, auf denen wir drauflegen. Also es ist eine Electron von Rocket Lab, die ist 17 Meter lang und kann 300 Kilogramm in 500 Kilometer Orbit bringen. Wir haben dann mit denen zusammengearbeitet, den Satellit da auf der Rakete zu integrieren. Wir sind auch zum Launchpad hingefahren. Also das ist jetzt auf der Halbinsel Mahia in Neuseeland und das ist die Straße, auf der alle Raketen da hinkommen. Also wir hatten schon Schwierigkeiten mit unserem kleinen Auto. Ich weiß nicht, wie das machen mit dem Truck, da die ganzen Raketen hinzubringen. Und dann waren wir direkt beim Launchpad. Also das ist die Halbinsel von Mahia und da ganz in der Ferne sieht man schon die Rakete stehen, auf der wir dann hochfliegen. Das ist auch ganz interessant, die haben so alle jeden Monat einen Start und die haben einen sehr interessanten Livestream. Hier sieht man jetzt die Oberseite von der Rakete mit allen anderen Satelliten, die da drauf sind. Also man sieht verschiedene Container und da kommen solche CubeSatellites rausgeschossen, die sind so 10x10x10 cm. Und das sind für verschiedene Kommunikationen, für Internet aus dem Weltall, für alles Mögliche. Und hier ganz unten rechts, da sieht man unseren Cube von Abeo. Da ist er jetzt ein bisschen größer.
Es war faszinierend, dass wir innerhalb von 3 Monaten das geschafft haben, das Ding fertig zu kriegen und zu starten. Das war jetzt alles noch im Juni. Und dann hieß es auch, ja, alle Systeme sind go for launch. Das ist jetzt die Elektronenrakete mit uns oben drauf. Die haben leider den Start ein bisschen verschoben. Deswegen konnten wir nicht mehr da sein in Neuseeland für den Start. Wir sind dann nach München zurückgeflogen, haben hier eine Launchparty gemacht. Aber das war halt mit der Zeitverzögerung dann um 3 Uhr in der Nacht. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Da war auch die WM zeitgleich. Da konnten wir anfangen mit dem ersten Spiel um 6, dann um 8. Da mussten wir halt die Zeit irgendwie rumkriegen von 10 bis um 3. Aber das haben wir dann auch geschafft. Gut. Das Problem war, bei dem ersten Startversuch im Juni gab es ein Problem erst mit dem Wetter. Dann ist eine Downlink-Station an einer der vorgelagerten Inseln ausgefallen und die haben den Start um einen Tag verschoben. Dann im zweiten Tag ist denen noch ein Problem im Motorcontroller aufgefallen, also haben sie den Start um 6 Monate verschoben, von Juni dann auf November. Aber dann im November, wir haben wieder eine Launch-Party organisiert. Diesmal sah auch alles gut aus und wir konnten wirklich die Rakete abheben sehen. Das ist ein faszinierendes Gefühl, wenn man selbst einen Satellit baut, der ist auf der Rakete und man schaut da den Livestream an. So, ich habe hier ein Video von der Rakete, wie es hochgeht und am Ende, wenn es im Weltall ist, öffnet sich die Payload Fairing und man sieht quasi unser Experiment mit dem der Erde im Hintergrund. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Mission 3, 2, 1. Da oben sind wir drauf. Ja, da standen wir auch, als wir es abgeliefert haben. Ja, und eigentlich ist die Rakete komplett schwarz, weil sie aus Kohlefaser ist. Aber durch die Kälte vom von den Treibmittel wird die so runtergekühlt, dass die Rakete weiß wird. Also hier sieht man die Halbinsel von Mahia. Aber es ist ein bisschen zusammengeschnitten. Also da ist auch nichts sonst. Da ist nur freie Fläche. Deswegen dürfen die auch so viele Raketen starten. Da zünden sie die zweite Stufe von der Rakete. Genau, und jetzt kommt gleich die Payload Fairing Separation, wo quasi die Experimente und die Satelliten schützt. Also da sieht man in der Mitte unser Nabeo Dragsail. Ja, und dann sind wir quasi im Weltall. Genau, und dann wird noch die oberste Stufe abgetrennt. So, dann waren wir also im Weltall. Das war 8 Minuten nach dem Start. Dann wurden alle anderen Satelliten ausgestoßen und wir hatten dann noch 2 Stunden, bevor unser Segel auffaltet und dann über den nächsten Dreiviertel bis Jahr die ganze Stufe runterholt und dann quasi den Schrott entfernt. Wir hatten allerdings ein Problem, dass das Timing von der Kamera und unserem Deployment nicht gut getimed war. Das heißt, das Timing von dem, wo das Bild gemacht wurde vom Deployment, war genau zu der Zeit, wo wir das Deployment getriggert haben. Deswegen ist das leider das einzige Bild, was wir haben vom Weltall mit unserem Segel, leider nicht deployed, weil auch direkt danach haben sie die Rakete passiviert, also allen Treibstoff, alle Energie rausgenommen, weil die das Problem hatten, dass wenn irgendein Space Debris Objekt kommt, wird die Rakete explodieren. So, aber wir haben jetzt mal geschaut mit optischen Teleskopen. Da arbeiten wir zusammen mit dem Falcon Telescope Network in Australien. Und denen ist es gelungen, mit Teleskopen Bilder zu machen von unserem Segel. Und da sieht man ein schöner leuchtender Punkt, wo wir denken, okay, das könnte unser Segel sein. Aber wir wollen natürlich auch sicher sein. Dann haben wir uns angeschaut, die Daten, die fluktuieren ziemlich. Das heißt quasi, das ganze
Kickstage soll sich so ein bisschen drehen. Das kann auch dadurch sein, dass das Segel aufgefaltet ist und wir so eine Drehung reinkriegen. Und das Letzte, was wir noch angeschaut haben, im Jahr davor wurde schon mal so eine Kickstage gestartet und wir haben einfach verglichen, wie schnell kommen wir denn runter mit beiden Stufen. Und da war es, dass wir mit unserer Kickstage von Is Business Time viel schneller runterkamen als die Still Testing. Und so haben wir jetzt schon mal eine Möglichkeit, Segel im Weltall aufzufalten, Weltraumschrott zu verringern. Und wir planen da auch weitere Satelliten bald zu starten. Ich habe auch morgen einen Workshop, da geht es darum, einen eigenen kleinen Satellit zu bauen, den ersten Make Munich Satellit und dann auch mit Rocket Lab zu starten. So, damit bin ich durch. Ja, Thomas, vielen Dank für deinen Satelliten im All-Vortrag. Ganz wunderbar, das so mal zu sehen. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Gibt es Fragen vom Publikum? Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe jetzt noch eine Verständnisfrage und zwar, euer Segel war dann fest mit der Oberstufe verbunden. Das heißt, euer Ziel war quasi die Oberstufe der Rakete wieder runterzubringen, also schneller runterzubringen. Also euer Cube wurde nicht ausgesetzt, sondern war die ganze Zeit mit der Oberstufe verbunden, oder? Genau, also okay. Es war so gedacht, wir machen nur das Segel und wollen die Aufhaltung sehen und deswegen waren wir auf dieser Stufe drauf. Die Idee ist auch dahinter, die wollen jede Woche so eine Stufe schicken und so ein Segel könnte man dazu benutzen, den Weltraumschrott, der durch diese Stufe, die im Orbit bleiben würde, generiert wird, zu verringern. Deswegen waren wir auf der Stufe und haben das einfach nur aufgefaltet, weil innerhalb von 3 Monaten war auch nicht möglich, da noch Kommunikation und alles zu machen. Okay, gut, danke. Weitere Fragen? Danke für den tollen Vortrag. Mich würde interessieren, wie ihr das auch mit dem Staat finanziert habt. Wurde das auch von Rocket Lab mit gesponsert oder was habt ihr da zahlen müssen dafür? Mhm. Die finanzielle Geschichte würde mich interessieren. Also die Entwicklung wurde kofinanziert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Die ganzen Startvorbereitungen, auch der Start selber für Rocket Lab, das kam eigentlich mehr durch Bekanntschaften, weil ich kenne da jemanden, der bei Rocket Lab arbeitet und der ist auf mich zugekommen, die haben eh noch Masse übrig, wir können dann für umsonst starten. Das heißt, de facto wurdet ihr hier auch von Rocket Lab gesponsert? Genau, so kann man es auch sagen. Selber dass wir auch Interesse dran, dass das eben verringert wird mit dem Müll, ja. Genau, das war auch toll für Rocket Lab, das in ihre Press Releases reinzubringen, dass sie eine Möglichkeit haben, Weltraumschrott zu verringern. Weil die neuseeländische Raumfahrtagentur ist sehr klein, aber die hat sich auf die Fahne geschrieben, Weltraumschrott zu verringern. Und das war natürlich toll für Rocket Lab, für Neuseeland, für uns. Hat gepasst. Danke. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage, wie schwer ist denn dieses Segel? Und weil jeder Platz, der ja da auf der Rakete benutzt wird, da stecken ja hohe Opportunitätskosten dahinter. Und was würde das dann so umgerechnet dann kosten, quasi für so eine Firma, so ein Segel zu benutzen? Also die Frage jetzt, wie schwer das Gewicht ist von so einem Segel? Da sind wir um die 300 Gramm und wir versuchen es noch leichter zu bringen. Und wegen den Kosten, wir versuchen das günstiger zu machen als den Sprit, den man noch mitnehmen müsste, um den Satellit zu entfernen. Weil es gibt gerade die 25 Jahre Guideline, dass man innerhalb von 25 Jahren die orbiten muss, aber die Tendenz ist eher, dass es noch kleiner wird, also noch kürzer. Und solange wir günstiger sind als den Sprit, können wir sagen, das ist komplett passiv, der Satellit ist tot, wir falten das Ding auf und wir kommen runter. Okay, noch hätten wir Zeit für eine Frage. Sonst
danken wir dir, Thomas. Dankeschön. Und viel Erfolg mit dem München-Satelliten, den du jetzt mit uns allen bauen willst. Danke. Ich hoffe, den sieht man auch bald da oben. Ist ein Fall. Danke.